den wir wieder 38 Mal nach hinten drücken. Das Spiel hat ein bisschen was von Serious Sam. Man läuft sehr viel rückwärts. Wo laufe ich denn hier eigentlich hin? Hier will ich gar nicht rein. Hier will ich hin. Hier will ich hin. Und hier. Also von wollen kann eigentlich auch nicht die Rede sein, aber. So. Ich sag dazu nichts mehr. Ich akzeptiere mein Schicksal. Was? Hier wollte ich hingucken. Ich schaue hier immer noch mal hin, weil dann für die Leute, die es vielleicht vorher noch nicht mitbekommen haben, weil da mal zwei Wimmelbildszenen waren und ich jetzt nicht verpassen möchte, dass da irgendwie eine Wimmelbildszene auftaucht und ich dann irgendwie stundenlang wieder suche und es nicht finde. So, dann graben wir doch jetzt mal hier diesen Schinken aus. Ist wahrscheinlich die andere Hälfte von dem Schlüssel. Na, verrückt. Den brauchten wir doch gleich wo? Den runden Schlüssel? Ich hab's total vergessen. Wo brauchten wir diesen runden Schlüssel? Ah, ich habe aber gerade noch mal eine Idee, was wir mit der Brechstange vielleicht noch machen könnten. Ich habe echt total vergessen, wo wir diesen runden Schlüssel brauchten. War das auf dem Schiff? Da, wo wir. Nee, das war durch, okay. Beim runden Schloss, ja, fantastisch. Danke für diesen großartigen Tipp. So, wir könnten eventuell. Hier unten gab es ja noch eine Kiste, die abgeschlossen war. Vielleicht können wir da aber mit der Brechstange bei. Das war nicht das, wo ich hin wollte. Vielleicht ist das aber auch der Kram hier. Nein. Ganz klar nicht. Ganz klar. So, wo war denn diese Ver. Hier war die Kiste. Ha. Wenigstens einmal in 1,5 Stunden eine gute Idee gehabt. So, damit können wir dann den Spaß anheben. Was zum. What? Ah, der Dialog war schon überwältigend, kann man nicht anders sagen. Ja, okay, wir haben unsere Freundin zurück, die hoffentlich tot ist. Ganz ehrlich. Weiß bitte jemand, wo ich diesen runden Schlüssel einsetze? Ach, das war auf dem Schiff, ne? Das war am Hafen auf dem Schiff. Ist ja noch gar nicht so lange her. Hier lang. Und hier lang. Zum 38. Mal durch diesen hässlichen Waldatzen. Ist auch so herzlos, dass man da jedes Mal wieder durcheiern muss. Jetzt kann ich hier auch noch wimmeln. Das mache ich jetzt aber nicht. Da habe ich nämlich gerade keinen Bock zu. Erstmal. Ach nee, da brauchten wir das Valve für. Fuck, dann war das auch nicht da. Ja, verdammt. Dann wimmeln wir jetzt hier halt doch. Erstmal nehmen wir den Anker mit und das Life Jacket und den Crossbow und das Valve und ach, eigentlich kann ich hier auch irgendwie alles mal anklicken, was wir noch nicht hatten. Ach nee, dann kommt der Nebel. Ich hatte ja völlig. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie konnte ich das vergessen? Der Nebel. Wir brauchen eine Mistgabel. Ernsthaft?
Kein Besen? Schade. Stiefel brauchen wir. Den Captain's Hat brauchen wir. Stiefel sind hier. Was ist denn in dem Fall ein Cane? Ich verwechsel Cane, glaube ich, gerade mit Cone. Ach, ja, okay. Das ist dieser Stock hier. So, Entschuldigung. Hier ist die Brush. Wo ist denn dieses ominöse Schiffssteuerrad? Hier hinten. Kompass, Laterne. Alter. Und eine Pitchfork. Kompass und eine Pitchfork. Wo ist hier bitte ein Kompass? Ich sehe diesen verkackten Kompass nicht. Ist das der Kompass? Okay, und dann ist hier die Gabel. Ja, schön. Dann haben wir doch alles, was wir brauchten. Und können jetzt tatsächlich doch nochmal hier aufmachen. Und so schließt sich der Kreis. Oder nicht, oder doch? Noch eine Wimmelbildszene hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das haben die auch echt gut verteilt. Also, dass man immer so in gleichmäßigen Abständen immer hier und da mal so ein Wimmelbild, das haben die echt schön gemacht. Nicht. Ein Handtuch. Aber wenigstens ist es mal ein anderes Wimmelbild. Das ist so in der circa ersten Hälfte des Spiels waren es ja immer die gleichen drei Szenen wieder und wieder und wieder. Aber das ist ganz schön lang. Ich hatte eigentlich so die Hoffnung, dass nachdem wir die 15 Schlangen da eingesetzt hatten, wir endlich mal durch sind. Aber nein. So, wir nehmen erstmal den Delfin mit. Dann brauchen wir bestimmt dieses aufgezeichnete U-Boot. Und bestimmt das Ding. Nicht? Schade. Nichts davon. Na, verrückt. Bist du das Barometer? Nein, bist du nicht. Wir brauchen aber auf jeden Fall wieder Taucherflossen. Und einen Anker, weil man Anker ja auch immer hier so lagert. Eine Map. Ist das die Map? Tatsächlich. Hier sind die Flossen. Eine Qualle. Ist das die Qualle? Tatsächlich. Okay, ein Erste-Hilfe-Set ist hier. Ist ein Fuse nicht eine Sicherung? Ist das das Ding? Nee. Eine Taschenuhr brauchen wir auf jeden Fall noch. Und wo zum Geier liegt hier eigentlich das Handtuch? Fragen über Fragen. Das ist die Pocket Watch. Und was ist in dem Fall eigentlich? Das war die Kantine, okay. Handtuch? Don't forget to bring a towel. Handtuch. Hier, dieser dreckige Lappen an der Seite, ganz klar. So, was von diesen hässlichen Items ist jetzt eigentlich mal, der Anker ist hier, das aufgenähte Ding. Fehlt immer noch das Barometer. Das ist nicht dieses Walkie-Talkie, das ist nicht dieses Ding, das ist nicht dieses Ding. Und auch das Ding ist es nicht. Das sieht eher nach. Natürlich, ganz klar. So, und Fuse ist doch aber eigentlich. Ach, hier, die Sicherung ist das, alles klar. Cool, jetzt haben wir schon zwei Sicherungen. Das ist eine Luftpumpe. Also. I hope it works, was?
Okay, wir wussten noch gar nicht, wo das runde Ding hinkommt. Verrückt. Okay, jetzt haben wir 3 Sicherungen. Und können diesen Schrank und das aber wieder zumachen. Ich hab... Was? Wir tun den Stecker da rein. Dann, the power down here is directed emergency light, so there's not enough electricity. Okay, es ist nicht genug Strom da. Dann gucken wir doch mal einen Raum weiter. The drawer is stuck. I need to use a tool to open it. Gewalt. Schraubenzieher. Aber wir können in der Tat mal die Batterie hier einsetzen. Wir können nicht die Batterie hier einsetzen, okay. Was? Auf zur Freundung, zur Freundin-Sicherung einsetzen, ja, ganz dringend nötig. Damit sie wieder erwarten, wieder erwacht. So, ich habe das Brecheisen noch. Okay, wow, jetzt haben wir schon 4 Sicherungen. Es wird ja, es, Someone broke this on purpose. I have to unscrew it, which means I need a tool. Ja, Schraubenzieher haben wir aber dankenswerterweise. Ach, ernsthaft. So. Und das Tollste an der Sache ist, uns fehlt immer noch eine Sicherung. Weil 5 sind nicht genug. 4 sind nicht genug. Wollte ich sagen. Geht hier noch was? Und auf einmal geht auch das Ding so. Fantastisch. In the card access. Was? I need the control panel access card, but where is it? Ich kann dir genau sagen, wo das ist. Die liegt in dem Wimmelbild. Oben an Deck auf dem Boot. Da gibt es nämlich diese ominöse gelbe Karte. Nämlich diese hier. So, den Rest brauche ich jetzt gar nicht. Können wir bitte gehen? Nein, ich muss natürlich noch die anderen 11 Items finden. Das ist ganz klar. Hier ist die Flasche, die wir brauchen. Hier, das ist nicht das Jewelry Case. Schade. Das ist das Jewelry Case. Life Preserver. Was auch immer damit gemeint ist. Wir brauchen einen Haken. Kann eigentlich im Wimmelbildspielen irgendwas glattlaufen? Nein. Wimmelbildspiele bestehen einzig und allein daraus, dass alles extremst umständlich läuft. Wie zum Beispiel auch, ich klicke an der einen Stelle auf den Haken, ich kann ihn nicht einsammeln. Ich klicke an einer anderen Stelle auf den Haken, ich kann ihn nicht einsammeln. Ich klicke an einer dritten Stelle auf den Haken, stelle fest, hey, es ist das richtige Item. Willkommen in der Wimmelbildhölle. Ich krieg hier echt... Wo ist der Eimer? Ich muss mich übergeben. Wir brauchen ernsthaft einen Eimer. Wo, hier ist das Buch, was wir brauchen, auf jeden Fall. Dann brauchen wir noch einen Fächer oder einen Lüfter. Das ist das Ding hier. Brooch ist, glaube ich, einfach so eine Brosche, oder? So ein Anstecker oder so. Das war ein Bracelet, ne? Ja. Razor, bist du? Life Preserver. Ist das so eine Rettungsweste, Rettungsring, Rettungseimer? Ich habe keine Ahnung. Was? Da im Spiegel ist der Eimer? Schau mal. Ja. Nein. Hier ist der Eimer in Wirklichkeit. Das ist bestimmt die Brosche und dann muss ich immer nur rausfinden, was der Life Preserver ist.
Das ist dieser Rettungsring? Natürlich. Den wir auch pixelgenau anklicken müssen. So, dann gehen wir doch wieder rein in die gute Stube und hinab und hierhin und hierhin und stecken das da rein. Und machen die Festtagsbeleuchtung an. Attention, Open Hatch. Okay, Engines. Okay, da müssen wir garantiert noch mehr mitmachen. Da freue ich mich jetzt schon ungemein drauf. So. Dem ganzen Dinget hier fehlt jetzt auch noch ein Schlauch, ja? Ernsthaft? Was haben wir denn hier? Four keys appear to be worn down more than the others. I must determine correct sequence of numbers. Wie. Ah, kick mal einer an. So. Hat eigentlich irgendjemand bislang die Story verstanden? Nur mal so ganz nebenbei gefragt. Also, ne? Fantastisch. Hier hängt das größte Zäpfchen der Welt und wir machen die Seitenklappe auf. The hatch is open, so I can launch the submarine. Ja, okay. Damit hauen wir garantiert ab. Damit setzen wir nicht die Batterie ein. Wir hauen damit. Still a better love story than Twilight, Alter, auf jeden Fall. Es ist. Okay, wir müssen da aber garantiert noch Spaß mit den Engines haben, weil die müssen garantiert alle laufen. Und erst dann können wir vermutlich, also sollten wir das Ding dann absetzen und da müssen wir garantiert vorher auch noch. Aber warum denn? Alter, ganz ehrlich, ich mache hier erstmal ein kurzes Päuschen. Und dann sehen wir uns mal in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, danke fürs Zugucken, angenehmen Tag noch und macht's gut, haut rein und tschüss.